Ja, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Ich bin's wieder, euer spiritueller Anarchist Jürgen Braun. Ich habe zwei Nachrichten, also eine gute Nachricht, eine sehr gute und auch eine sehr schlechte Nachricht. Ja, ich fange vielleicht mal mit der schlechten Nachricht an. Also speziell, jetzt trifft speziell mich. Ich werde wohl wahrscheinlich mit der Schriftstellerei aufhören müssen. Also ich werde keine Bücher mehr schreiben, wahrscheinlich. Es sei denn, es geschieht ein Wunder. Ich zeige euch mal schnell. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Das erste war Die unfreie Arbeit ist scheiße. Es ist auch als Arbeit ist scheiße auf dem Markt. Ich zeige es gerade mal hier. Und das zweite war, also danach, also wie gesagt, habe ich mir gedacht, ich mache mal andere Schule, weil das Buch nicht, leider nicht gut gelaufen ist. Habe ich gedacht, ich mache ein zweites Buch und das heißt Astragon spielt eine andere Welt. Jetzt bei dem Buch Astragon müsst ihr euch vorstellen, das Cover ist jetzt nicht mehr das aktuelle Cover, sondern das Cover ist blau, aber man sieht auch eine Riesin und zwei Soldaten im Vordergrund kämpfen. Hier hat man jetzt auch die Riesin, hier geht es auch um Riesinnen, also da geht es auch um eine riesige Frau, die kämpfen kann, böse Königin ist und ja, da geht es also wie gesagt um Zwerge, Elfen, Trolle, also das ist Fantasy-Geschichte so nach Art von Herr der Ringe. Ja, jetzt ist es so, ich hab mir sehr viel Mühe gegeben, ich habe sehr viel geschrieben, ich habe tagelang geschrieben, wo andere im Biergarten geguckt sind, habe ich hier am Computer geschrieben. Und ich habe mal also das erste Buch geschrieben und habe gedacht, okay, wenn das nichts wird, mache ich das zweite Buch, wenn es dann nichts wird, dann hat es nicht so sein. Jetzt sind wir es leider an dem Punkt. Ich weiß nicht warum. Es hat ein paar, am Anfang hat es ein paar Bücher verkauft, aber es verkauft sich nicht mehr und kommen auch immer negative Kritiken, also einmal wird der Inhalt kritisiert, dass es nicht so detailgetreu ist oder nicht in die Tiefe geht, beziehungsweise ja, halt schnell erzählt ist, dann kritisiert man, dass die Rechtschreibung nicht stimmt, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil ich habe das von zwei Freunden, die mit Rechtschreibung vertraut sind, korrigieren lassen. Zum Lektorat habe ich halt leider nicht das Geld dazu und das hat anscheinend nicht ausgereicht, ja. Und jetzt frage ich mich natürlich auch, also sie ist jetzt irgendwann nicht mehr, ich habe jetzt irgendwie keine Kraft mehr, ich habe jetzt keine Lust mehr, ja. Und also wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht, würde ich jetzt auch mit der Schriftstellerei aufhören. Wunder in dem Sinne wäre vielleicht noch, wenn ich zu Geld kommen würde, jetzt die nächste Zeit. Also deswegen auch mein Spendenaufruf. Ich habe jetzt unten in der Beschreibung einen Link, da können Sie auch die Bücher kostenlos lesen, also die E-Books, die habe ich jetzt auf 0 Cent, also verschenke ich sie quasi. Da könnt ihr es lesen, könnt ihr mal selber Bild machen, ja. Und die Taschenbücher, ich zeige es mal. Also das Taschenbuch, das gibt es jetzt zum Kaufen. Das habe ich also runtergesetzt, dass es weit runtergesetzt damit geht. Das ist jetzt auf 5,45 €, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kostet das Buch, also gerade mal 6 €, sage ich jetzt mal. Günstiger kann ich nicht werden, weil das macht der Verlag nicht mit. Und das Buch Astragon gibt es für 10,10 €. Aber wie gesagt, das Cover ist ein bisschen anders. Also das ist bläulicher Hintergrund. Das ist ja so rotlich, so rot-gelb. Und da schaut bläulicher Hintergrund, aber auch eine Riesin, Kämpferriesin und zwei Soldaten im Vordergrund. Ich habe jetzt leider das Buch jetzt nicht als Cover quasi in dem Cover, sondern nur in dem Cover, in dem alten Cover. Ja, okay. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, sagen wir mal so, könnt ihr mir eine Spende geben? Unten ist also PayPal-Spende, da könnt auch 1 € ist auch okay. Wenn jetzt angenommen ein Wunder geschieht, dass mir jemand sagt, er tut mir einige hundert, paar hundert Euro überweisen, dann kann es sein, dass man vielleicht überlegt, aber es ist ja Tatsache so, dass ein professionelles Lektorat kostet 500 €. Damit, also ich brauche ja dann auch einen Stempel und einen Schrieb, dass ich sagen kann, hey, das Buch ist professionell lektoriert, dann kann wir können mir was sagen von wegen Rechtschreibfehler. Dann würde ich auch gerne ein professionelles Cover machen und ich würde dann auch Werbematerial investieren, also das redet man dann von 1.500 € und das ist, also muss ich, bin ich auch realistisch, da, ob mir da jemand das Geld schenkt, ist fraglich, aber Wunder geschehen ja immer wieder, wer weiß, ja auf jeden Fall. Spende trotzdem, egal ob ich jetzt mit der Schriftstellerei weitermache oder nicht, weil das Geld wird auf jeden Fall sinnvoll investiert. Ich würde dann das Geld dann nehmen, also und in meinen Kanal investieren, für bessere Videos, zum Beispiel auch für eine Digicam, ja, dass ich mal auch mal im Freien mal Videos machen kann, krasse Videos, ja, und nicht immer mit der Handykamera filmen muss, auch Videos, wo ich mit Einblendungen arbeiten kann, ja, also Programme, dass ich Programme habe,
Das kostet ja auch Geld. Zwar gibt es Testprogramme, klar, aber wenn man das dann verlängern will, dann kostet es ja immer wieder Kohle. Auf jeden Fall würde ich dann in verbesserte Videos dann investieren. Ich habe ja zum Beispiel auch vor, ein Video zu machen über den Robert Franz. Das ist so der Wunderheiler, oder manche sagen auch Scharlatan, Wunderheiler. Ich möchte ihn auch mal zum Dialog einladen. Ich möchte mal seine Produkte testen, also seine Naturprodukte, weil er verkauft ja viele Naturprodukte und viele schwören drauf. Ich habe nämlich auch Probleme, ich habe nämlich Pollenallergie. Und wenn die Produkte vom Robert Franz tatsächlich helfen, bis jetzt hat nichts geholfen, dann küsse dem Mann die Füße, weil dann ist es für mich der Größte, ja. Aber das möchte ich dann, da möchte ich noch Videos drüber machen und das dazu würde ich das Geld dann verwenden, ja. Also auf jeden Fall mit der Schriftstellerei, ich weiß nicht warum, also anscheinend liegt mir das nicht oder anscheinend bin ich dafür nicht geboren, ja. Ich habe jetzt so viel Kraft und Energie investiert und ich habe da keine Lust mehr. Viele Erfolgscoaches würden jetzt sagen, hey, gib nicht auf und so, und sagen auch Freunde von mir, mach doch weiter, aber keiner von denen zahlt die Auslagen, die ich habe, ja. Also ich habe so viel mit das Buch in die Bücher investiert, ich habe Schulden gemacht und ich konnte schon meine Miete nicht zahlen, ja, und da hört es bei mir auf, ja, wenn ich die Miete von meinen Vermietern nicht zahlen kann, dann hört es bei mir auf, ja, mit den Träumen und Spinnereien, dann lass es lieber sein. Also, und vor allem kann ich die Energie dann investieren in andere Sachen, wie zum Beispiel Videos oder das Training der Astralreisen. Das möchte ich auch, ich möchte Astralreisen lernen. Dann kann ich da die ganze Energie rein investieren, ja. Also, wie gesagt, und jetzt schauen wir auf das Angebot für euch. Wie gesagt, ihr könnt jetzt die Bücher noch sehr günstig bekommen, ja. Also, wie gesagt, ich hebe es jetzt nochmal hoch. Das Buch für 10,10 Euro und das Buch gibt es für 5,45 Euro, ja. Könnt ihr jetzt noch kriegen, bevor es vom Markt holt, ja, also das lasse jetzt noch ein, zwei Wochen noch drin, das sind die Taschenbücher und die E-Books sind jetzt schon auf Null, also verschenke ich quasi geradezu raus, weil ich sage, hey, wenn die Bücher wirklich nicht so wertlos sind, anscheinend so wie mal manche meinen, dann will ich auch gar kein Geld verdienen, dann schenke ich euch die Bücher, ihr könnt die E-Books lesen, macht euch selber ein Bild, kommentiert mir unten in die Kommentare, gibt es mal Feedback, ihr könnt so sagen, mach weiter oder lass es sein, ja, aber wie gesagt, ich kann nur weitermachen, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten dazu habe, also, weil dann kann ich in ein professionelles Lektorat investieren, in ein Cover, ich kann in Werbemöglichkeiten, dass das Buch auch in Frankfurt auf die Buchmesse kommt und auch in den USA verkauft wird und, also gibt es da verschiedene Möglichkeiten, die ich da mit dem Verlag aushandeln kann und ja, auf jeden Fall, deswegen bitte ich euch um eine Spende. Auch 1 Euro ist alles gar kein Problem. Also, wie gesagt, wenn der Betrag nicht zusammenkommt, dass ihr in der Schriftstellerei weitermacht, wird der Betrag dann quasi verwendet für meine bessere Videos, ja, bessere, also das wird dann in den Kanal investiert und so. Und dann ist das Geld sinnvoll angelegt. Okay, das war jetzt eigentlich, also wie gesagt, mit der Schriftstellerei sieht halt schlecht aus. Ich werde wahrscheinlich aufgeben, weil ich habe echt keine Kraft mehr. Wenn das, wie gesagt, das nicht zusammenkommt, ja, was sehr wahrscheinlich sein wird, dann läuft es ja noch weiter so, dass ich die Taschen, also ich werde jetzt erst die Taschenbücher dann nach 2 oder 3 Wochen runterholen, also quasi wegholen, also vom Markt und dann werde ich die E-Books, die kostenlos, die lasse ich noch etwas länger laufen, vielleicht ein paar Monate, 1, 2 Monate oder so, dann nehme ich die auch raus, ja, und dann will ich mit der Schriftstellerei nichts mehr zu tun haben, ja. Also besser können Sie jetzt noch zugreifen, können Sie mal ein Statement abgeben, okay. Auf jeden Fall, Kanal, das ist das Positive, weil Kanal Spiritueller Anarchist steigt gerade echt in die Höhe, muss ich echt sagen, ist echt am aufsteigenden Ast. Also, ich habe Abonnentenzahl, das waren für wenige Wochen mehr wie verdoppelt, ja. Einfach deswegen, ich habe ja schon, ich mache zwar einen Kanal schon, ich habe schon seit 2 oder 3 Jahren, ist das schon ungefähr alt, ich habe am Anfang dabei total planlos. Also ich habe Videos hochgeladen, einfach mal so mit Handy gemacht und so und habe überhaupt nichts mehr um den Kanal kümmert, kann man sagen. Ja, der war mir scheißegal. Ja, und ich habe auch mit den Tags oder habe ich auch gar nichts eingeben oder ganz wenig eingeben und so. Habe einfach ein bisschen hochgeladen und dann mit ein paar Mal nichts gemacht und so. Und jetzt kümmere ich mich um den Kanal. Jetzt pushe ich den auf und mache bessere Videos, ja, und guck, dass es auch ankommt bei den Leuten und dass ich Themen entwickle, die bei den Leuten ankommt, ja. Und jetzt auf jeden Fall steigt der Kanal in die Höhe. Also wirklich interessante Themen stehen ja auch jetzt an. Ich mache nochmal ein Video um das Thema Selbstmord. Ich mache ein Video über Robert Franz, den Wunderheiler. Ich mache ein Video über Carsten Stahl, der ja zurzeit also gegen Mobbing kämpft. Das war ja früher Personenschützer und Privatermittler
Und jetzt kämpft er gegen Mobbing an die Schulen und so. Finde ich ganz großartiger Typ. Über solche Themen möchte ich sprechen, ja, aber natürlich auch wieder Themen wie zum Beispiel Jobcenter, die also quasi die Schikanen vom Jobcenter, spirituelle Themen, Astralreisen, ja, manchmal auch sowas wie zum Beispiel Wölfe in Deutschland, das kommt natürlich auch ab und zu mal wieder solche Themen. Ja, also es sind immer ganz interessante, spannende Themen. Da gucke ich immer auch, was bei den Leuten ankommt und so. Und wenn ich mag, bei den Leuten kommt das Thema besser an als das Thema, dann mache ich mehr an dem Thema weiter, wo einfach bei den Leuten mehr ankommt. Ja, okay, das wollen wir soweit. Also wie gesagt, Schriftstellerei hat halt nicht so was sein. Aber trotzdem, also eins wollte ich sicher nicht machen. Ich gehe nicht in unfreie Arbeit, ich gehe nie wieder meiner Firma. Vorher lebe ich als Obdachloser, vorher würde ich mich umbringen, ja, vorher mache ich Schluss, aber das wird nicht so weit kommen, weil es gibt immer eine Möglichkeit, ja, und es gibt auch immer Möglichkeiten, dass man auch nicht in Obdachlosigkeit landet. Das habe ich bis jetzt immer so hingekriegt und ich war nie mehr unfrei arbeitend. Das kommt für mich gar nicht in die Tüte. Ich will auch gar nicht jammern, ja, jammern ist sowieso voll verkehrt am Platz. Hört auf zum Jammern, Leute, ich sage euch eins, wenn ihr jammert zum Beispiel, wenn ihr jetzt Hartz-IV-Empfänger seid oder so, dann kommen die Leute gleich und sagen, hey, dann geh arbeiten, ja. Es ist schon mal so. Die Menschen hier, gerade in Deutschland, sind hart. Das sind einfach viele, es gibt halt viele harte Menschen, ja. Sieht man auch hier bei YouTube, die Hater und so. Man merkt einfach, da stimmt einfach noch nicht das Herz und da stimmt einfach das Bewusstsein leider nicht. Also, wie gesagt, aber es lasst euch das Leeres einfach sein und tut's nicht jammern, wenn ihr wenig habt, wenn ihr arm seid, sondern seid zufrieden, lacht, tanzt. So wie der Arno Dübel, ja, also wie gesagt, mir macht das jetzt auch überhaupt nichts, mir macht das jetzt nichts aus mit den Büchern. Klar, vielleicht ein bisschen traurig schon, aber ich sag mal so, hey, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zum Essen und so, mir geht's mir gut, ja. Solange das gesichert gestellt ist, ist alles in Butter und so. Und deswegen bin ich auch zufrieden. Was will ich mehr, ja. Was ich in diesem Leben nicht schaffe, ich weiß, dann werde ich reinkarniert und dann schaffe ich das halt im nächsten Leben. Meine Seele ist uralt und meine Seele kann nochmal tausende von Jahren leben und nochmal zig Reinkarnationen machen, das ist scheißegal, ja. Also von dem her, ich bin zufrieden. Zufriedenheit ist was Wichtiges, also sollte man lernen und ja, und einfach nicht jammern einfach. Also nimm so ein Beispiel, Arno Dübel, lachst, tanzt und genießt das Leben und lasst euch nicht unterkriegen, auf jeden Fall. Ja, okay, also wie gesagt, alles ist unten verlinkt, also unten in der Beschreibung bei mir ist alles verlinkt. PayPal, wie gesagt, können Sie mir Spende geben. Ihr könnt es unten, habe ich die Bücher verlinkt, dass die kostenlos, also dass ihr sie gleich kostenlos lesen könnt. Die E-Books ist alles verlinkt. Guckt es in der Beschreibung. Natürlich jetzt nicht, weil jetzt bin ich logischerweise nur auf Facebook live, ja. Aber ich lade ja dann das Video runter und lade es, also quasi lade es dann bei YouTube hoch und dann ist es drin und ab dann, wie gesagt, können Sie mir eine Spende geben und meine Bücher kostenlos lesen, ja. Könnt ihr mir Feedback geben? Auf jeden Fall. Ich bin um jede Unterstützung dankbar. Ich war Weiterkämpfer, ich war weiter für das Bewusstsein der Menschen, dass das Bewusstsein sich erweitert. Kämpfer zusammen mit Marco Hümer und Jonathan Dilas und wie sie alle heißen, werde ich dafür kämpfen, dass sich die Welt verbessert, weil jetzt ist die Zeit für den Bewusstseinswandel. Es ist kurz mit der Erde steht es 5:12, ja. Die globale Erwärmung nimmt immer mehr zu. Es gibt so viele Probleme, Umweltprobleme und soziale Probleme, ja, es ist nur eine Frage, bis alles explodiert, also entweder die Menschheit geht zugrunde, jetzt ist es, also entweder gehen wir alle drauf oder es kommt wirklich so ein krasser Bewusstseinswandel, dass wir uns wirklich, wirklich verändern und einsehen, dass es nichts bringt, jemand anderen zu schaden, die Umwelt zum Schaden, ein Tier zum Schaden und das wäre natürlich mir lieber, ja. Aber wenn die Menschheit es einfach nicht kapiert, dann ist halt Feierabend irgendwann, ja. Und jetzt ist die Chance. Jetzt müssen wir was machen. Jetzt und nicht irgendwie in ein paar Jahren. Jetzt ist 5:12. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte abonniert meinen Kanal, Spiritueller Anarchist, der aufstrebende Kanal, ja, der jetzt wirklich die Höhe schießt. Und teilt das Video einfach, ja, verbreitet die Botschaft. Und wie gesagt, wenn ihr mich unterstützt, das Geld wird dann so umgesetzt, dass wir die Botschaft noch besser verbreiten können, also und noch mehr kämpfen können für einen Bewusstseinswandel in der Welt. Meine Männer machen das politisch, ich mache das jetzt halt mehr spirituell. Ich war früher politisch, war in der Linkspartei, aber ich gehe jetzt mehr den spirituellen Weg als den politischen, weil ich mehr an den spirituellen Weg glaube. Aber jedem das seine. Ja, egal welcher Weg jemand einschlägt für eine bessere Welt, es ist alles okay. Jeder kämpft an seiner Front und so ist es ja gut.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, es stehen wunderbare Themen noch vor der Tür. Und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.